Ich aber. Es liegt schon lange zurück. Vor vielen Jahren waren Nicole und meine Mutter Freunde, die unter meinem Großvater Karate gelernt haben. Alleine waren sie schon stark, doch vereint konnte sie nichts und niemand aufhalten. Dann kam das Elmore-Kumite, ein rabiates Kampfkunstturnier. Nicole war Mutters Kohai, ihr Schützling. Das Turnier nahm seinen Lauf und die beiden mussten im Finalkampf gegeneinander antreten. Meine Mutter war die klare Favoritin. Doch am Ende siegte eure Mutter, dank ihres starken Kampfgeistes. Da sie vor ihrem Sensei entehrt wurde, verließ meine Mutter beschämt das Land. Aus Trauer über die zerbrochene Freundschaft gab Nicole das Kämpfen auf. Meine Mutter hielt sich seitdem in Japan auf, um für ihren nächsten Kampf zu trainieren. Und nun ist sie zurück, um ihre Ehre wieder zu erlangen. Aber Mom wird diesen Kampf nicht annehmen. Ihr reines Herz kann keine Freundin verletzen. Ihre Seele ist zu nobel. Könnt ihr bitte damit aufhören? Entschuldigung. Aber Sie haben recht. Mom wird den Kampf nicht annehmen. Ich fürchte, sie hat keine Wahl. Kinder, eure Mutter hat noch eine offene Rechnung zu begleichen. Lauft mir bloß nicht nach, das ist zu gefährlich. Im Kühlschrank ist etwas Schinken und im Ofen sind noch Kroketten. Macht sie nicht in der Mikrowelle heiß, sonst werden sie matschig! Wenn Mom nicht kämpft, will Yuki dafür sorgen, dass sie ihren Job verliert. Wir müssen etwas unternehmen. Um sie aufzuhalten. Ja, aber dann ist mir klar geworden, dass ich keine Chance habe, also... Du kämpfst gut, Nicole-san, aber ich habe für diesen Moment mein Leben lang trainiert. Lass mich dir zeigen, was ich gelernt habe. Wie ist das möglich? Sprich! Ich habe das beschwerlichste Training dieses Planeten hinter mich gebracht. Wer hat dich unterrichtet? War es Hokuto? War es Konoha? Oder war es Mr. Miyagi? Weder noch, es war die Schule des Lebens. Ich habe 3 Kinder großgezogen und dazu noch einen Ehemann. Wieder Freunde sein. Dein Mitleid kannst du dir sparen! Ich war doch nur eifersüchtig. Eifersüchtig? Aber wieso denn? Du hattest doch immer das schönere Haar und Auto und Haus und einen Butler. Und einen Butler für die Ponys. Ich kann gar nicht fassen, dass ich dich eliminieren wollte. Aber das macht doch nichts. Ich wollte dich zuerst eliminieren. Du hast mir gefehlt. Du hast mir auch gefehlt. Komm, Kinder. Gehen wir nach Hause. Ach komm, das war doch nur ein kleiner Streit unter Freunden. Genau, mehr nicht.